die Pastoren, die lesen Daniel und das Erste habe ich auch gemacht. Das Erste, was sie machen, ist rechnen. Habe ich auch gemacht. 70, 69, 2, 1, ja. Und dann rechnet man das hin und dann fummelt man das hin und sagt der Gesalbte, muss Christus sein? Nein, muss er nicht. Das passt ja, die ganze Rechnung passt ja von vorne und hinten nicht. Und dann passt man den Bibeltext drauf an und quetscht und drückt den so lange in die Dose rein. Wenn er zu lange ist, schneidet man ein bisschen ab, ja, rechnet man um. Und dann passt irgendwo Deckel drauf und sagt, ich hab's geschafft, ich hab's. Ja, und man ist so froh und so fasziniert über seine Rechnung, dass man ganz vergessen hat, der Engel hat noch mehr zu sagen. Und mit der Rechnung läuft man und freut sich so. Und der Engel steht daneben, schüttelt mit dem Kopf und sagt, du sollst doch zuhören. Du sollst genau hinhören, was ich dir sage. Das ist hochexakt, was Gott da sagt durch den Engel. Das ist hochexakt. Und da tut mir so ein bisschen leid dann, weil dann wird dann erzählt, nach 49 Jahren ist dann Jerusalem wieder gebaut. Ja, ja, genau, ja, so ist es, ja, nein, so ist es nicht. Aber das sagt euch niemand. Einmal 7 Wochen und einmal 62 Wochen, ja? Bis auf einen Gesalbten, einen Fürsten sind einmal 7 Wochen und einmal 62 Wochen. Jetzt gibt es aber noch ein Problem für uns Europäer. Denn wir Europäer, wir denken linear. Ja? Weil wenn nämlich hier hinten noch eine Jahrwoche ist, dann sind das ja nur 62 und eine sind das ja nur 63 Jahrwochen. Warum? Weil die laufen ja parallel da oben. So denkt der Europäer. Der Hebräer denkt nicht so. Aber wir Europäer denken so. Und wir sagen, ja gut, wenn das parallel abläuft, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da 2 Fristen sind. Das muss ja eine. Dann ist das 62 Jahre und hinten noch eine. Da muss ich sagen, ja, da muss man sich drauf einlassen dann. Ja. Und das war auch für mich eine Sache, wo ich sage, ob das wohl passt. Da gab es jemanden von einem Missionswerk, der mir gut ist und wo ich staune drüber, dass der so offen ist. Der sagt das nicht offen, der knabbert da noch dran rum, aber irgendwann kommt er vielleicht so weit, dass er auch mal sagt, also da tut sich was. Der hat mir dann auch geschrieben, der sagt, das ist super interessant und er denkt da gerne drüber nach, aber diese Sache ist für ihn problematisch. Ja? Da sage ich, ja, das ist unsere westeuropäische Art zu denken. Wir denken, also wir Schwabe denken, ich bin ja auch schon ein bisschen Schwab, ja. Ich bin ja neigschwäbelt, also ein bisschen abgefärbt. Ja. Selbst die Pelzer denken linear, jetzt nicht quer, längs, also, ja. Ja? Und da muss ich sagen, das ist der einzige Punkt, wo ich auch sagen würde, ja, aber das, finde ich, ist mehr unserer Art zu denken geschuldet, als dem, dass das so passt. Weil das ist ein Fixpunkt. 605 vor Christus ist für mich ein absoluter Fixpunkt. Ja, weil Daniel das Kapitel gelesen hat, weil der Engel darauf Bezug nimmt, weil in dem Kapitel 3, Gott macht 3 Zeitangaben, Josia und Nebukadnezar und die Dienstzeit von Jeremia. Und alle 3 mal 605. Und in dem Kapitel geht das Wort aus an Jeremia, dass Jerusalem wiedergebaut wird. Also da komme ich nicht drum herum. Und wenn ich von da aus rechne, und das ist für mich ein Zwangspunkt, ja, dann komme ich zwangsläufig zu Kyros. Und der ist ja zum Glück in Jesaja auch als Gesalbter genannt worden. Das hilft uns ein bisschen beim Denken. Und dann möchte ich gerne die 62 Jahrwochen da noch dranhängen, dann sehe ich, die passen aber nicht, weil ich ins Jahr 122 komme. Also nehme ich die und setze die auch mal da unten an und komme zu Antiochos Epiphanes. Und die beiden sind die, die in der Endzeit verwüsten. Das will der Engel dem Daniel sagen. Ja, also bis auf einen Gesalbten, einen Fürsten sind einmal 7 und einmal 62 Wochen. Und zum Schluss kommt noch eine 70. letzte Jahrwoche. Und in dieser 70. letzten Jahrwoche, da treffen die beiden aufeinander. Nicht persönlich, aber als politische Kraft, als endzeitliche Wiederholung von etwas, was im Daniel schon geschrieben ist. Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. In den Sachen, die ich so sage über den Daniel oder über die Offenbarung, da sage ich immer, ich sage gar nichts Neues. Ich erzähle nur eine Geschichte, die schon sehr, sehr alt ist. Das wird ja in Jesaja schon beschrieben. Das wird im Richterbuch schon beschrieben. Das wird in 5. Mose schon beschrieben. In Josua, das ist eine ganz alte Linie. Es ist immer dieselbe Story, immer dieselbe Sache und immer die gleichen Linien werden. Und die werden immer feiner ausformuliert über den Daniel dann bis über die Endzeitreden Jesu bis in die Offenbarung. Aber es ist immer die gleiche Linie. Wenn ich in diese Linie das Römische Reich rein tue in Daniel, dann bricht die Linie. Warum? Weil das Römische Reich in Jesaja oder in Jeremia nicht vorhergesagt worden ist. Ja?
Man kann das Römische Reich, das hat man da reingenommen, weil man das da vermutet. Und dann biegt man den Daniel da auch wieder um. Aber im ganzen Buch Daniel steht nicht einmal Rom. Da stehen Edom und Moab und Ammon und so kleine Staatsgebiete werden aufgeführt. Und Griechenland steht drin und Babylon steht drin und Persien steht drin und Medien steht drin und alle Völker, ja, selbst Kusch, Äthiopien und Libyen steht drin. Alle Völker werden genannt, die Inseln, Griechenland wird genannt, aber Rom nicht. Sogar noch schlimmer, in Daniel werden zwei römische Feldherren genannt, das ist richtig. Nicht das Römische Reich, aber zwei römische Feldherren. Laenas und Scipio Asiaticus. Nicht namentlich, aber so exakt, dass man die kann man rauslesen aus dem Text. So exakt, als ob Gott sagen will, ich kenne sogar die einzelnen Feldherren, die wurden später Senatoren, ich kenne sogar einzelne Feldherren, aber ich meine Rom nicht. Das ist erstmal unglaublich. Und für Leute, die dann Bücher geschrieben haben darüber, wenn die sich da korrigieren sollten, die verlieren ja alle Glaubwürdigkeit, ja. Deswegen muss man denen auch ein bisschen Zeit lassen, aber ich glaube, dass jemand, der erwartet, dass wenn jemand zum Glauben kommt, ja auch sein ganzes bisheriges Leben als falsch anerkennt, dass der sich eigentlich auch darunter, unter dieses Wort Gottes stellen müsste. Ja. Aber es ist schwierig und der Nikodemus hat auch lange gebraucht und ich habe ja auch lange gebraucht. Also man muss ein bisschen Geduld haben. Ich will euch nur die Rechnung zeigen, dass ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Und das ist so mein Modell, was ich so zeige und ich komme erstaunlicherweise auf die zwei. Warum Antiochos Epiphanes? Weil Antiochos Epiphanes in Daniel 7 schon genannt wurde, das kleine Horn aus Daniel 7, das kleine Horn in Daniel 8, das ist dasselbe, das ist Damaskus, ein kleines Horn aus Syrien. Das ist nicht der Papst in Rom. Wenn ihr genau hinhört, sagen die Zeugen Jehovas oder die Adventisten, sagen, das Papsttum ist der Antichrist. Dann sage ich, das ist ja Unsinn. Man kann entweder sagen, das Papsttum ist das Antichristentum oder man kann sagen, der Papst ist der Antichrist. Ja? Aber ich kann nicht sagen, das Papsttum ist der Antichrist. Das kann man nicht sagen. Ja, das ist eine Vermischung. Kommt aber daher, dass er am Anfang ihrer Lehre, als die aufgeschrieben wurde, haben sie gesagt, der Papst ist der Antichrist. Dann ist er gestorben, kam der nächste Papst, dann haben sie gesagt, aber jetzt ist der Papst ist jetzt der Antichrist. Dann ist er auch gestorben. Und dann kam der dritte Papst und sagte, aber der ist es jetzt aber wirklich der. Und das ging eine Zeit lang und dann haben die Gläubigen aus den Adventisten gesagt, was ist denn los mit euch? Und dann haben sie gesagt, ja gut, das Papsttum insgesamt ist der Antichrist. Das ist ein Unsinn. Aber es geht alles immer Richtung Rom. Ich glaube, das ist ein kleines Horn aus Damaskus. Und dieses kleine Horn wird beschrieben in Daniel 7 und Daniel 8, woher er kommt. In Daniel 9, wann er kommt. Ja, 7 Wochen und 62 Wochen und die letzte Woche. Und in Daniel 11 seine Ausprägung im Detail, weil die Hälfte von Daniel 11 hat 50%, nimmt nur Antiochos Epiphanes ein in Daniel 11. Ein ganzes halbes Kapitel. So viel Aufmerksamkeit hat Daniel nicht mal dem Nebukadnezar geschenkt und auch keinem Kyros, sondern nur einem weltgeschichtlich Nischenherrscher, einem unwichtigen König aus dem Nahen Osten, die ja doch ein König kennt, heute kein Mensch kennt ihn heute. Cäsar, den kennen wir. Nebukadnezar kennen wir auch noch. Kyros, die Christen. Ja. Und die sind alle nur kurze Abschnitte. Aber Antiochos Epiphanes, so groß. Warum? Weil der es ist. Der ist es. Und wenn wir die Rechnung, und wenn man so sieht, merkt er, dann fügt sich das eine Linie, das wird plötzlich eine Struktur. Ja. Würde passen. Das war unsere alte Rechnung. Wenn man jetzt nochmal gedanklich zurückgeht. Ja, bei Artaxerxes angefangen, 49 Jahre gerechnet, Behauptung, hier wäre Jerusalem gebaut worden, wo Jerusalem hier gebaut wurde. Und zwar, der Tempel stand da schon 100 Jahre, die Mauer wurde hier gebaut, das war das allerletzte, was noch kam. Ja? Nicht hier, sondern hier. Dann ist die Frage, darf man diese Umrechnung überhaupt machen von 360 und 365? Ist das nicht ein Taschenspielertrick? Hört sich böse an, ne? Ich empfinde das so. Ja? Ist das meint das der Engel? Ich glaube nicht. Darf man aus 69 Wochen 68 Wochen, aus 62 61 machen? Ich glaube nicht.
Darf man die alle aneinander hängen? Ja? Die 7 und die 62 oder 61,5 alle hintereinander hängen, eine Frist daraus machen, wo der Engel doch drei Fristen genannt hat? Ich glaube nicht. Darf man von Artaxerxes rechnen? Ja, kann man, aber man kommt zu keinem guten Ergebnis. Denn wenn man es so belässt, wie der Engel sagt, dann komme ich hier ins Jahr 38, also passt die Rechnung nicht. Was war im Jahr 396 vor Christus? Warum kommt da kein Gesalbter? Der Engel hat es doch gesagt. Das sind alles Fehler, die in dieser Rechnung drin sind, wo ich ein großes Fragezeichen hintermachen wollte. Ja? Und wie gesagt, hier diese Umrechnung in 427,38 Jahre mit seinen 173.880 Tagen. Also ich finde, das darf man nicht tun. Ich habe auch eine Excel-Liste gemacht mit 20 Spalten und 15 Zeilen. Und in den 20 Spalten sind lauter Ausleger. Von den frühen Kirchenvätern über die Reformatoren, bekannte und unbekannte Leute, die alle über diese 7 Jahrwochen, 62 Jahrwochen, manche sagen, das ist alles ein bisschen ungenau, man darf das nicht so ernst nehmen, das ist ungefähr gemeint. Das glaube ich nicht. Genau das glaube ich nicht, dass das ungenau wäre. Das ist Gottes Wort, das ist Maßarbeit. Ja? Und wir lassen das einfach stehen, ohne das groß zu verändern, nehmen die Jahrwochen so, wie der Engel gesagt hat. Wir haben einen europäischen Denkfehler, ja, dass die 67 Wochen am Anfang parallel laufen, ja, aber das ist eigentlich das Einzige, was wir haben. Ja. Kyros und Antiochos, diese beiden. Ich gehe nochmal kurz zurück, ich wollte euch noch schnell was zeigen. Also ich habe da ganz viele, ich will da nicht prahlen, gell, ich sage das einfach so, ganz viele Videos drüber gemacht, weil mich das so sehr interessiert hat. Im Video bewegt sich das auch, das ist besser nachvollziehbar als hier an den Folien. Dann verschiebt sich das, dann sieht man das, wie das entwickelt wird. Ich habe die Rabbiner übersetzt, amerikanische Rabbis, die auch darüber, und die macht, deren Rechnung ist noch viel schlimmer, ja, aber viel schlimmer, und ich freue mich darüber ein bisschen. Ja, ich will meine christlichen Mitbrüder ja jetzt nicht demontieren. Ja, aber die Rabbis gehen das heftigst an. Heftig, heftig, heftig. Und die kennen sich sehr, sehr gut aus. Und die spotten darüber. Und die sagen, ihr wisst ja nicht mal, wann euer Jesus gestorben ist. Nein, das wissen wir, wir kennen das ja nicht. Wir wissen das nicht. Es kann das Jahr 30 sein, das Jahr 31, das Jahr 32. Es kann das Jahr 33 sein, danach geht es nicht mehr. Aber wir wissen nicht, wann Jesus gestorben ist. Wir wissen auch nicht genau, wann Jesus geboren ist. Aber die Juden wissen auch nicht, wann ihr Tempel zerstört worden ist. Die glauben nämlich manche, dass das 69 nach Christus war und jetzt 70. Oder manche sagen auch dann 68. Das sage ich, seht ihr, da seid ihr genauso ärmlich dran wie wir. Was kommen die denn? Die rechnen noch anders. Die rechnen von der Zerstörung des ersten Tempels, Nebukadnezar, bis zur Zerstörung des zweiten Tempels, Titus. Ja? Also die rechnen von 586 vor Christus bis 70 nach Christus. Ja? Und wenn man das addiert, 586 und 70, dann gibt das 665 irgendwo. Ist aber viel zu lang. Ist ja zu lang. Weißt? Also von 586 bis 70 nach Christus ist 656, aber es geht ja nur 490. Jetzt haben die Rabbiner ein Problem. Und was machen die? Die streichen einfach die Jahre daraus. Die sagen zwischen Kyros und Darius, da fehlen 165 Jahre. Ich habe das gezeigt im Video, im Detail. Die wechseln dann nämlich von der profanen Zeitrechnung in hebräische Jahre. Wisst ihr, diese 5786 haben wir ja jetzt, glaube ich, heute. Und da funktioniert das. Und weil der Talmud, die Maimonides und Co., die haben dort aufgeschrieben und die haben so eine Rechnung gemacht. Und weil die Rechnung nicht passt mit der Zerstörung des ersten Tempels 586 bis 70 nach Christus, dauert, ist alles viel zu lang, schneiden die in der Mitte 165 Jahre raus und dann nennt man the missing years, die verlorenen Jahre. Könnt ihr in Wikipedia, kann man das nachgucken. Das ist gut, ja. Wir haben ja keine Zeit der genau. Gemeinde. Die sagen, die letzte Jahrwoche sind die 7 Jahre vor dem Jahr 70. Also vom Jahr 63 bis ins Jahr 70 ist für die letzte Jahrwoche.
Warum? Weil Daniel sagt, in der Mitte der Jahrwoche wird der Gesalbte ausgerottet und wird nichts haben. Das legen wir Christen auf Jesus aus. Ja? Und dieses Wort ausgerottet ist ein sehr starkes Wort. Cut off, sagen die Rabbiner dazu. Im Hebräischen heißt das, wenn ein böser Mann, wenn jemand am Sabbat Holz gesammelt hat, dann ist vor Gott eine Sünde und dieser Mann wird ausgerottet aus Israel. Steht im Gesetz, 3. Mose. Da steht dieses Wort im Hebräischen für ausgerottet. Und die Rabbiner sagen, dieser Gesalbte, der da ausgerottet wurde, das war im Jahr 66,5 nach Christus. Und das war der Beginn des jüdischen Krieges. Im Jahr 66 fing der jüdische Krieg an. Und die Römer haben den Juden erlaubt, Opfer zu bringen in Jerusalem im Tempel. Und hätten sich dann nicht daran gehalten, hätten diesen Eid den Juden gegenüber gebrochen. Ist auch gelogen. Ja, ist heftig, ja. Und dann wären die Priester vom Tempel abgehalten worden und hätten nicht mehr opfern können. Und dieses Abhalten vom Tempel, das sagen sie, das ist dieses Cut-off, das ausgerottet werden. Man darf auch sagen, abgeschnitten werden. Der wird nichts mehr haben, nichts mehr sein. Und dann ist die Frage, warum können wir sozusagen die 7 Jahre, wo wir da hinten hinsetzen? Das ist eine gute Frage. Man muss jetzt natürlich die zwei Modelle ein bisschen im Kopf haben. Ich gehe mal erst von dem aus und zeige ich euch das andere Modell, ja? Wegen der 7 Jahre. Man könnte ja sagen, diese sieben Jahre hier, die müsste man hier dranhängen. Aber diese 7 Jahre tauchen ja in der Offenbarung wieder auf mit den 1260 Tagen und mit den 3,5 Zeiten. Ja, das ist mal der erste Punkt. Denn die Offenbarung wurde ja im Jahr 90 nach Christus geschrieben und diese Aussage gilt von Johannes für die Zukunft. Also wenn hier 32 nach Christus stünde, wie Roger Libby und die Ausleger sagen, dann käme man nach 7 Jahren ins Jahr 39 nach Christus. Nach den 70 Jahren, Jahrwochen, er sagt ja, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Und dann werden die Gesichte und Weissagungen versiegelt. Ich will damit nur sagen, wenn die 70. Jahrwoche schon vorbei wäre, dann könnte Paulus nicht mehr von Weissagung schreiben und auch die Offenbarung nicht mehr. Versteht ihr den Gedanken? Ich lese euch das kurz vor. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt und dann wird dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Missetat versöhnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagungen versiegelt und ein hochheiliges gesalbt werden. Das heißt, wenn die 70. Jahrwoche hier wäre, dann wäre die ja im Jahr 32 und 7, Jahr 39 schon vorbei gewesen, dann wären die Gesichter und Weissagungen versiegelt worden. Aber Paulus schreibt 25 Mal vom Weissagen. Und die ganze Offenbarung ist ohne Frage prophetisches Weissagen. Das heißt also, wenn die Zeugen Jehovas sagen, die 70. Jahrwoche, die war schon hier vorne, die machen ganz abstruse Rechnungen, wenn die sagen, die wäre hier vorne, müsste man sagen, im Jahr 39 sind die Gesichter und Weissagungen vorbei, dann dürfte man die Offenbarung als nicht biblisch anerkennen, weil die ist erst im Jahr 90 nach Christus geschrieben worden. Ja? Also wenn man sagt, die 70. Jahrwoche war schon, dann müssten die Weissagungen alle versiegelt sein. Dann dürfte die paulinische Weissagung nicht mehr gelten und auch nicht die Offenbarung. Was sagt die Prophetie in Jesaja über die erste Jahrhunde? Der Jesaja kündigt nur den Gesalbten an, und zwar mit Namen, Kyros. Das finde ich sehr, habt ihr sicher auch schon gehört von, aber das finde ich sehr bemerkenswert. Ja? Der schreibt in Jesaja 45, Vers 1, das war unser Vers, da steht, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, dem Kores, den ich bei seiner rechten Hand ergreife, dass ich die Heiden vor ihm unterwerfe und den Königen das Schwert abgürte, auf das vor ihm die Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben und so weiter. Ich will geben dir die heimlichen Schätze, will die ehernen Türen aufmachen und so weiter. Und einen Vers vor dem Vers, den ich gelesen habe, in Kapitel 44, der letzte Vers, da steht, denn ich spreche von Kores, der ist mein Hirte, und soll all meinen Willen vollenden, dass man sage, zu Jerusalem sei gebaut und zum Tempel sei gegründet. Schreibt Jesaja 800 vor Christus über Kores. Den sollen wir jetzt nehmen, um den Antichrist. Nee, der Vers spricht davon, dass der Kores der Gesalbte ist, der kommt. Ach, okay.
Davon schreibt Jesaja. Was für Prophetie hat er für diese die letzte Jahrwoche? Hat das kompliziert. Jesaja 7, Jesaja 8, Jesaja 10, das ist für die letzte Jahrwoche. Und sicher auch andere, Jesaja 22 sicher nochmal, 66. Aber das sind sehr verschlüsselte Bilder, die eigentlich 250 Jahre später im Daniel deutlich werden und dann erst auch zum Schluss in der Offenbarung. Okay, jetzt musst du die Kurve wieder bringen. Ja, ist nicht schlimm. Ich freue mich ja, wenn ihr da so Zwischenfragen habt. Ich will das auch nicht zu lange machen, aber eins ist jetzt noch interessant. Eins ist noch super interessant. Was ist denn jetzt mit der Zerstörung vom Tempel in Jerusalem? Jesus hat ja gesagt, seht ihr nicht das alles, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Ja? Wenn jetzt in Daniel steht, dass ein Fürst kommt und in der letzten Zeit einen Bund macht mit den vielen und die Opfer und Speisopfer abtut, wenn Jesus sagt, dass der Tempel zerstört wird, ist damit die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus gemeint. So wird immer ausgelegt. Die Frage ist jetzt nur, das Jahr 70 nach Christus, das liegt ja hier. Ja? Also liegt das Jahr 70 nach Christus und die Zerstörung des Tempels außerhalb der 70 Jahrwochen. Sogar nach dem Modell. In dem, was ich euch vorgestellt habe, hören die 70 Jahrwochen schon hier auf. Ja? Viel früher. Jetzt sagt aber der Engel, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über, um es genau zu hören, über die heilige Stadt, über Jerusalem. Das heißt, alle Prophetie, die im Danielbuch und überhaupt in der Bibel ist, reduziert sich speziell auf Israel und betrifft umliegende Völkerschaften nur insoweit, als sie Einfluss auf Israel haben. Und die Zerstörung des Tempels in Jerusalem liegt hier, da ist die letzte Jahrwoche schon aufgehört, sogar nach dem Libi-Modell. Ja? Nach meinem Modell hört die ja noch viel früher auf, die hört ja schon hier auf, beim Antiochos Epiphanes hört die auf. Wenn also jetzt die Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus außerhalb der 70 Jahrwochen liegt, ist die dann Gegenstand der Prophetie Gottes? Schwierig, oder? Ich könnte mir vorstellen, ich glaube zunächst mal, dass Jesus den Jüngern, weil die Jünger zeigen ja auf den Tempel und sagen, siehst du nicht die großen Hallen, die dort gebaut sind und die Pracht vom Tempel zeigen sie. Und dann sagt Jesus, seht ihr nicht das alles? Ja? Seht ihr nicht das alles? Und dass er damit schon auch die Zerstörung Jerusalems durch die Römer meint. Aber eigentlich meint Jesus damit die Zerstörung Jerusalems, die in der Endzeit nochmal kommen wird. Und wenn man das geistlich versteht in der Endzeit, dann ist das ganze Land Israel aufgebaut wie der Tempel, ja, wie das Heiligtum Gottes. Und der Tempel, auf den die Jünger ihn hinweisen, ist das alles. Denn Jerusalem wird verwüstet werden. Wer sagt das? Der Engel. Bis zum Ende wird es wüst bleiben. Und in Jerusalem wird es noch einen Gräuel der Verwüstung geben. Das heißt, der moderne Staat Israel, wie wir den kennen, der wird zerbrechen und er wird vollkommen verwüstet werden. Das hören die Rabbiner nicht gerne. Und wenn Christen das sagen, geht das in Richtung Antisemitismus. Und wenn ich das im Internet sage, dann sage ich immer, nee, ich bin kein Antisemit, ich bin Philosemit. Weil ich den Juden sage, was in ihrer Bibel steht. Und ich sage das nicht aus Häme, aber das ist Gottes Prophetie an euch. Wenn diese ersten 62 Jahrwochen hier schon aufhören, dann liegt die Zerstörung des Tempels ja hier, ja, ganz, ganz außerhalb. Warum? Weil Gott so lange gewartet hat und so viel Geduld hatte mit Israel, dass sogar schon die wilden Römer im Land waren. Versteht ihr das? Da hat Gott diese griechische Linie, diese persisch-griechische Linie, die war hier schon beendet. Und dann hat Gott immer noch hier von hier 170 Jahre gewartet, bis sein Sohn kommt. Weil er wollte, dass die umkehren. Und sind nicht umgekehrt. Und selbst die Römer, die Europäer waren im Heiligen Land schon. Ja? So lange hat Gott Geduld gehabt. Aber gut, noch eine Überlegung. Die 70. Jahrwoche, wenn man die jetzt nimmt, von hier hinten, ja, und schiebt die mal hier dran,
dann kommt man vom Jahr 171 ins Jahr 164 vor Christus. Und das war exakt die Regierungszeit von Antiochos Epiphanes. Das würde bedeuten, der Antichrist regiert genauso lange wie der Antiochos Epiphanes. Das bedeutet, dass diese letzte 70. Jahrwoche, die könnte man nach prophetischem Denken, könnte man die hier dranhängen und dann wären der Antichrist und der Antiochos Epiphanes deckungsgleich. Das ist ja das, was ich immer sage. Ja? Und hier kommt Jesus und dann kommt Pfingsten. Dann kommt die Gemeinde Jesu zu Pfingsten in Jerusalem. Und wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist, dann rutscht diese letzte 70. Jahrwoche da dran. Und genau diese sieben Jahre des Antichristen passen genau hierzu. Und der Antichrist ist, wenn er kommt, auch erst nur ein Fürst. Ja? Ein kleines Horn, der ist schwach, der ist nicht groß, der ist schwach. Der wird unerwartet schnell groß. Und das glaubt keiner, dass der so schnell groß wird. Aber zu Beginn ist er ein kleines Horn, klein, zwischen 10 anderen Hörnern und wird so groß, dass er 3 ausreift und wird zu einer Weltmacht. Ja? Aber die 2 sind genau deckungsgleich. Und der Antiochos Epiphanes, der wurde cut off, der ist einen schändlichen Tod gestorben. Das war ein böser Mann, der einen schändlichen Tod gestorben ist. Und der Antichrist wird auch wieder einen schändlichen Tod sterben. Die letzte Jahrwoche kann noch nicht gewesen sein, weil jetzt steht hier in den Versen natürlich, dass da ein Hochheiliges gesalbt wird, dass eine ewige Gerechtigkeit gebracht wird. Das erinnert uns natürlich an Jesus Christus, der gesalbt wurde, eine ewige Gerechtigkeit von Golgatha. Also denken wir als Christen. Aber in Daniel geht es um Israel. Da wird ein Tempel wieder gesalbt, nämlich der Hesekiel-Tempel, der wird da gesalbt. Die ewige Gerechtigkeit wird für das irdische Volk Israel gebracht. Warum? Weil der Daniel keine Priesterlinien zeigt, sondern Könige. Und zwar von Babylon immer Könige. Das ist ein königliches Buch. Und wer ist der König aller Könige? Unser Gesalbter. Jesus hat auch eine politische Seite. Wir Christen sehen nur die priesterliche Seite von ihm. Aber Jesus wird König, wird Politiker im besten Sinne des Wortes. Jesus kam als König. Ja? Warum? Weil er aus dem Stamm David war. War David ein König? Ja. War David ein Priester? Nein, war nicht. Jesus durfte nicht mal in den Tempel Priesterdienst tun. Warum? Weil er aus dem Stamm David war. Ja? Wer sagt das? Der Hebräerbrief. Jesus kam als König. Freue dich, Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Pilatus, bist du ein König? Ja, sagt Jesus. Und diese Königsseite wird in Daniel gezeigt. Da geht es um Königreiche. Und diese Vollendung, die hier ist, dann habe ich nur den einen Punkt rausgenommen, weil der für uns gut zu verstehen ist, dass die Weissagung versiegelt wird nach den 70 Jahrwochen. Wenn die 70. Jahrwoche schon gewesen wäre, dann müsste sie meiner Meinung nach irgendwo hier sein. Kann nicht in der Luft hängen irgendwo. Ja, sondern die schließt sich übergangslos hieran an. Weil hier kommt Antiochos Epiphanes und herrscht diese 7 Jahre. Und diese letzte Jahrwoche, die fehlt noch. Und wenn man den Antichrist hier drüber legt, dann ist der deckungsgleich mit Antiochos, nicht mit dem römischen Kaiser. Ja? Das sind eigentlich die Linien. Im Video kann man das besser sehen. Das wollte ich euch zeigen. Hier kommen ja nochmal zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sage, löse die 4 Engel, welche an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Da kommt der Euphrat plötzlich ins Spiel in der Offenbarung, in den letzten Posaunen. Ja? Und der sechste Engel goss seine Schale, das sind die Schalengerichte, auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, auf dass der Weg der Könige bereitet würde, die vom Sonnenaufgang herkommen, 100 Millionen. Vom Strom Euphrat, Persien, Kyros. Wohin ziehen die? Nach Hamageddon. Was machen die vorher? Die ziehen nach Damaskus und machen, dass Damaskus keine Stadt mehr ist, sondern ein verwüsteter Steinhaufe. Die Feste Ephraims ist nicht mehr, sagt Jesaja 17. Wie? Da
Damaskus ist die Feste Ephraims. Damaskus ist die Schutzmacht Ephraims. Die Trutzburg. Ja, warum? Weil Damaskus, der Antichrist, im Bund ist mit Ephraim, mit den vielen. Für eine Woche lang. Und dann kommt der Perser, der König vom Euphrat, und zerstört Damaskus. Und Damaskus ist keine Stadt mehr. Haben viele jetzt gefragt im Syrienkrieg, ob Jesaja 17 jetzt erfüllt würde. Glaube ich noch nicht. Das ist das, was kommt. Die Könige vom Euphrat kommen und ziehen hier in diese Ebene von Hamageddon. Und der Antichrist, dieses kleine Horn aus Damaskus, hat ganz Nordafrika erobert. Das wollte der Antiochus Epiphanes machen, hat er aber nicht geschafft. Der Antichrist wird das schaffen. Und dann stehen die beiden großen Blöcke, die stehen sich gegenüber. Das sind die großen beiden Endzeitblöcke. Und die treffen sich nur in Hamageddon. In Hamageddon findet keine Schlacht statt. Die Bibel sagt das nicht. Da steht nur, dass Gott die Könige vom Euphrat sammelt an einen Ort, der auf Hebräisch Hamageddon heißt. Das ist erstaunlich. Die Assyrer, die ziehen praktisch, das ist am Ende der 70. Jahrwoche, die sammeln sich und ziehen hier runter, weil die ihr Reich ausweiten wollen. Das ist eine alte Story, das ist in Jesaja, steht davon schon, Jesaja 7. Assyrien wollte immer schon sein Reich hier runter ausweiten, hier rüber. Ja? Und dann ziehen die hier runter, machen Damaskus kaputt, Jesaja 17, und sammeln sich in Hamageddon, weil da die großen Truppen aufmarschen sein kann, in der Ebene Megiddo. Das ist die Ecke, wo Hamageddon ist. Und davon hört der Antichrist, der hört Gerüchte von Osten und von Norden und zieht zurück und stellt sich dem entgegen. Und dann ziehen jetzt die Pferde aus den Nachtgesichten mit den Streitwagen durch die Länder hin und her. Und das wird alles verwüstet und wird alles zerstört. Das ist eine ganz grauslige und erschreckende Situation. Was ist jetzt heute die Lage im Nahen Osten? Dann schließen wir ab. Das ist die antike Situation. Das sind die Seleukiden. Und in der Endzeit kommen die zwei auch wieder auf, aber kleiner und schwächer. Und dann ist unverständlich, weil das hier hinten ist eigentlich ja Assyrien, ja? Iran, Irak, diese Ecke. Aber in der Antike gehörte Iran, Irak, Babylon auch zum Seleukidenreich. Aber wenn das in der Endzeit wiederkommt, sagt die Bibel nicht, das sind nicht zwei Schenkel, zwei starke Schenkel, sondern nur noch Füße, schwächer, kleiner. Die sehen dann nämlich in der Endzeit so aus. Das ist das kleine Seleukidenreich, was übrig ist, Syrien. Und hier ist Ägypten. Ägypten war viel größer früher, auch viel mächtiger. Dort ist dieses arme Land Ägypten, ja, Syrien und im Osten hier Iran und Irak hier. Alle die Länder, von denen Daniel spricht, sind heute wieder da. Die sind jetzt da, seit 70 Jahren. Und die sind alle genauso alt wie Israel, bis auf ein, zwei Jahre. Ich kann das jetzt im Einzelnen zeigen, aber der moderne Staat Ägypten, Ägypten ist natürlich ein jahrtausendealter Staat, aber das Ägypten, wie wir es heute kennen, ist im Jahr, ich müsste jetzt überlegen, 50 oder so hat sich das manifestiert, gegründet. Syrien auch. Syrien ist auch im Jahr 49 gegründet worden und Israel 49. Also Syrien, Ägypten und Israel sind ziemlich genau gleich alt. Auch die Türkei als jetzige Türkei hat ungefähr das Alter. Ist alles seit 70 Jahren da. Das wäre die Struktur, die man hätte. Das sind praktisch die zwei Füße, die Seleukiden, die Ptolemäer. Und hier hinten wächst der Iran an und wird immer größer, immer mächtiger, immer stärker. Ihr hört es ja auch mit Atomwaffen und ich weiß es nicht. Israel hat ja Angst. Vor 20 Jahren haben sie noch die Iraner mit Waffen versorgt, Milliarden schwer. Und dieses Syrien erobert ganz Nordafrika und wird immer größer. Und erobert auch Ägypten und verleibt sich Ägypten ein, ja, sodass diese beiden großen Blöcke entstehen werden. Und diese beiden, die kämpfen zusammen oder die stehen sich gegenüber in Hamageddon. Zum großen Endzeit-Showdown. Und der dann gewinnt, der beherrscht die ganze Welt. So ist die Perspektive der Bibel. Der Kyros und der Antiochos. Deswegen zeigt der Engel die beiden. Ja, das sind diese beiden Exponenten. Das sind Videos, da habe ich die gemacht. Wer da Interesse dran hat, der kann hier gucken. Gibt da im YouTube einen Achim Klein 70 Jahrwochen, dann kommen die Videos und das sind diese ganze Abfolge. Dann kann man das ein bisschen, das verschiebt sich dann, sondern kann man das ein bisschen besser verstehen. Damit schließe ich, das ist die letzte Folie. In den Tagen dieser Könige, nämlich dieser Könige, von denen wir gesprochen haben, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten.
welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Doppelpunkt, Königreich Jesu Christi, dann wird er König sein. Ist kompliziert, oder? Jetzt hör mal auf, ne? Wisst ihr, das kann ich mit niemand anders machen, nur mit euch. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen über dem allen, was wir lesen, was vielleicht auch schwierig ist und vielleicht auch nicht so sehr wichtig ist, aber dass wir deinem Wort vertrauen können und dass wir wissen, dass du kommst, dass wir auch sehen, dass die Zeit sich dahin bewegt, sowohl bei dem, was wir in der profanen Welt sehen, als auch in deinem Wort. Danke, dass wir aufgehoben sind bei dir, dass wir angekommen sind, dass wir auch sagen dürfen, wie im Alten Testament steht, in den Hütten der Israeliten war Licht. Wir dürfen wissen, dass du kommst und wir dürfen teilweise auch wissen, wie die Dinge ablaufen. Und wir dürfen auch wach sein und wir freuen uns drauf, wenn du kommst. Danke für den Abend, für die Gemeinschaft untereinander, für den Segen, den du schenkst. Geh du mit uns auch in die Nacht, segne du uns, Herr, als deine Kinder. Wir preisen deinen Namen, Herr. Amen.